Tag, Kinas. Heute ist Samstag. Mein letzter Tag. Und heute wird endlich Hobby Pumper Style 2 aufgenommen. Ich hab keinen Bock mehr. Und noch was anderes. Der Matze ist wieder von der Arbeit zurück. Ja, gerade. Und Hendrik ist wieder, hat sich extra eben fürs Video sein Unterhemd wieder angezogen. Ja, für euch. Ja, ihr seht, sind alle außer mir sehr motiviert für dieses Arbeiten. Ja, alles gut. Ich bin nur jetzt gerade erstmal chillen. Erstmal habe ich jetzt Feierabend. Und dann, richtig. Wir haben ja noch Zeit, wir machen die Nacht durch. Ja. Und Tim, ey. Du kommst Tim, schön hierher, Tim, Tim kommt auch nächste Woche, hat er schon gesagt. Hat er? Hat er? Ja, Tim kommt nächste Woche. Ey, geil. Ja. Komm, dann kannst du jetzt ein paar Worte zu Tim richten. Ja, Tim fickt dich, weißt du das? Komm, ich bin am Sonntag in Hamburg, ich bring dich um. Mit diesen Worten beenden wir diesen Video. Ich freue mich schon auf Tim. Verstehe ich nicht, ey. Wow, das ist ein Auto. Tatsächlich sind wir mal nicht in Matzes Wohnung gerade, sondern wir sind auf Matzes, in Matzes Auto auf dem Weg zum McDonald's. Ja, sowas gibt es noch. Schön in Itzehoe. Ihr seht schon, der verrückte Flexer ist ausnahmsweise mal nicht zugange. Der chillt alleine in der Wohnung. Der ist einfach zu faul für alles. So ist das nämlich, ja? Wow! So ist das nämlich. Der gute Mexiker, der labert immer ein, aber den ganzen Tag liegt er nur auf seiner faulen Haut. Das Kinder, so ist das nämlich möglich. Ja, Matze, wir fahren jetzt zu McDonald's. Hier, wir können es einmal gerade sehen. Ansonsten gibt es eigentlich auch nicht wirklich irgendwas großartig zu sagen. Außer, das ist der letzte Tag, wo Hendrik da ist, übrigens. Wir werden den heute um 6 Uhr morgens schön in Wilster am Bahnhof wegfahren sehen. Das wird traurig, aber nicht drüber nachdenken. Auch wenn er das jede 2 Minuten sagt, dass er nicht mehr lange da ist, was toll ist, oder? Das war wirklich Spaß, Alter. Also, ja. Weil, weißt du, kann ich ihn verüben, er denkt halt nicht so. Ja. Ich schätze jede einzelne Minute, die ich mit ihm habe. Ebenso. Und aber ich glaube, er ist auch, es ist seine Art und Weise, traurig zu sein. Das ist richtig. Ich glaube, er hasst mich dafür, dass ich das gerade sage. Tut mir so leid, Henning, aber das ist halt so, wie ich denke. Ich glaube, du musst auch auf deine eigene Art und Weise traurig, dass du wieder gehen musst. Dem stimme ich zu. Ich würde sagen, mit diesen Kühen hier verabschieden wir uns auch. Guck dir mal an, ey. Da liegt ja. Ich hab dir einen neuen Spitznamen gegeben, Moritz. Du bist jetzt fair. Donut King. Donut King? Ja. Ja, weißt du, ich habe auch schon Videospiele, die seit Super Mario World. Kannst du dir denken, welches Level? Donut Dings. Donut Planes, ja. Mein Level. Wir haben alle Nickerchen gemacht. Ja, ich bin jetzt fit. Ja. Dann. Leider hat uns Boss Aura gefickt und hat uns übereinstimmend Inhalte von Drittanbietern gegeben. No. Das heißt, Moritz Video hat kein Geld. Ist noch online? Ja, klar. Na, dann ist mir das scheißegal. Oh shit, ey. Ich bin sehr unrasiert, das sieht ja alles. Okay, dann. Das heißt, wir können gleich mal aktiv werden. Ja. Weil wir heute den genialen Plan haben, also ich zumindest, ich mache die Nacht durch und fahre dann nach Hause. Ich glaube, ich bin so der krasseste Motherfucker, der hier rumläuft in dem Haus. Stimmt's, Moritz? Ja. Danke, danke, danke. So, Matze pennt noch. Und ja, Moritz ist natürlich auf Reddit. Ich kenne ihn nicht anders. Ja, ich hab wohl gerade was gucken. Ja, immer wieder, immer League of Legends, Leute. Der hat nichts anderes in meinem Kopf außer League of Legends. Ja, ich werde gleich meine Tasche schon mal packen und dann, das ist ja echt geil, wenn man sich dreht, Moritz, auf dem Stuhl. Wow, ich muss aufpassen, hier liegen überall diese ungesunden McDonald's-Packungstüten, ne? Wow. Na Moritz, die kann ich jetzt nicht zeigen, leider, du bist gerade zu hässlich. Weil ich jetzt auch nicht mehr da bin. Leute, ihr müsst wissen, das ist der letzte Tag, dem ich auftrete. Dann ist finito. Ich weiß nicht, wie es ohne mich hier laufen wird. Ihr habt einen, der nicht flext. Das heißt, schon mal die Frauen fallen weg, die zu gucken. Kann man das so sagen, Moritz? Ja. Und was fehlt noch weg?
fehlen, fallen noch die weg, die Ernährungstipps wollen. Also sind nur noch die da, die sich die Schokolade reinpfeifen. Das heißt, von seinen 300 Aufrufen, die Moritz so im Schnitt hat, 50 vielleicht. Ich werde jetzt extra noch mal lange mich filmen, damit ihr noch was von mir habt. Geil, oder Matze? Also Hendrik hat es jetzt geschafft, sowohl mich als auch Matze aufzuwecken. Woo! Dann sind wir ja ready. Darf man nicht filmen, Matze? Lieber nicht, oder? Das heißt nein, Leute, ihr dürft Matze leider noch nicht sehen in seiner Pracht. Ich weiß. Moritz ist schon traurig, dass ich gehe. Aber alles im Leben hat seine Zeit. Ich bin jetzt noch genau, wenn ihr hier auf die Uhr guckt. Wie viele Stunden bin ich denn noch da? 9 Stunden 40 um den Dreh. Dann bin ich weg. Der Tag ist noch ein bisschen da. Deshalb müssen wir einiges machen. Schauen, ob Moritz mich drin lässt. Richtig, Matze? Ich melde mich nochmal, Leute. Moritz hat Durst. Gucken, was er sich holt. Überlegt es euch. Sag, wie du dich fühlst, Matze. Ich fühle mich nach mal auf. Gib mal her. So, also. Matze, mal die Kamera. Nimm mal die Kamera so in die Hand. Was ich dir mal fühle, ist so. Moin. Hier ist Voss. Fans Nummer 16 für euch. Wir haben uns jetzt ein bisschen hingehauen, haben ein bisschen geschlafen, haben auch gewartet, dass es ein bisschen kühler wird. Ist jetzt auch, heute ist es ganz angenehm eigentlich. Und jetzt ist es wieder, jetzt wird es wieder angenehm, das kann man, das fühlt man sich auch wieder fitter. Also heute wirklich so, sagen wir mal, Top-Peak erreicht mit dem Wetter. Wird eine lange Nacht. Wird eine längere Nacht, das ist geplant, damit wir auch Hendrik nachher verabschieden können, weil der wird ja dann auch gehen müssen. Und ich bin auch super traurig, deshalb nur Hendrik selbst nicht. Weil doch eigentlich ist er traurig, da habe ich ja schon über bei der Autofahrt drüber geredet, wie er traurig ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Dann daneben habe ich natürlich noch Moritz. Der ist natürlich auch mit von der Partie. Und den gibt's auch gut. Der guckt sich 16 Bars TV an und dann fühlt er sich wohl. Und, tja. Und ich für meinen Teil, ich spiele gerade so ein bisschen Dingens. Dann noch ein bisschen am Zelda zocken. Dann wollen wir mal gucken, dass wir nachher vielleicht noch was aufnehmen. Aber dafür müssen wir erstmal wieder fit werden. Mario World nehmen wir auf noch. Wir müssen halt was aufnehmen. Wir nehmen doch auch Dings auf. Oder? Ja, alles. Alles, egal. Wir haben bis 6 Uhr morgens Zeit, ja, nicht geil. Sagen wir bis 5, weil ich mir vorher noch mal eine kleine Dusche einlegen. Ja, Leute. Wir können ja natürlich, ich kann ja auch mal wieder jemand anderen filmen. Dusche ja, einlegen. Muss ja nicht nur mich filmen. Doch, musst nur dich filmen. Oh, Hendrik. Dusche. Hendrik nochmal duschen und Hendrik, wie gesagt, noch mal Hendrik. Flexen, Hendrik, einmal. Hendrik ist traurig, dass er nicht mehr flexen kann nachher vor der Kamera. Das wird uns auch fehlen. Und dass wir nichts über Moritz Stand mit den Donuts erfahren werden. Sehr gut. Schöne Beleuchtung. Da, ja, die Beleuchtung war nicht optimal, Leute, das müsst ihr bedenken. Ja. Aber allemal besser als das Moritz hier ganz geleistet hat. Und hier, wie gesagt. Milchcap. Wieder gerade am Daddeln, ne? Aber das ist dann natürlich so ein bisschen doof, ne? Das ist dann natürlich, ne? Das ist dann natürlich, ich habe mir auch eine lange Hose angezogen. Ja, irgendwo. Weil man die Beine sowieso nicht sieht. Die sieht man nicht, ne? Die interessieren nicht. Also, außer Moritz interessiert sich halt für seine Waden. Natürlich, das Talent habe ich dafür einfach. Aber was zählt ist, wenn man hier der Trizeps, so muss dann so gehen. Wenn das bei euch auch so geht und noch besser ist, dann seid ihr gut. Stimmt's, Moritz? Stimmt. Danke. Also das war jetzt eben halt Hendriks Meinung gewesen zum allgemeinen Thema, wie trainiere ich mich richtig, und ich zeige euch nochmal auf die Uhr, damit ihr die auch nochmal gesehen habt. Ich zeige euch immer gerne zwischendurch die Uhr, damit ihr wisst, wie der Stand ist. Wir haben jetzt halb 10. Wir haben noch früh am Tag. Wir haben noch früh am Tag für uns. Ja, wir werden mal gucken, ne? Was uns noch so erwartet. Was als nächstes erwartet. Und wie soll ich euch das sagen? Mal wir melden uns bestimmt nochmal. Gibt er immer sein Bestes. Ne? Und ja, gut. Hendrik wird dann bald gehen. Wir sind alle traurig.
Außer Moritz. Moritz ist auch traurig. Ich bin auch traurig, aber ich weiß, der Hendrik hat mich schon bearbeitet die ganze Zeit. Ich kann nicht. Aber es ist halt, ne, Abschiede müssen sein. Und wir wissen ja, das war nicht das letzte Mal und deshalb... Das ist aber so eine Sache, wo ich immer sagen muss ich jetzt einfach mal ganz offiziell mal ansprechen, was echt komisch ist, dass Leute sich viel mehr Zeit dafür nehmen, traurig darüber zu sein, dass jemand weggegangen ist, anstatt und diese ganze Energie dafür verschwenden, anstatt einfach mal drüber nachzudenken, ey geil, dann werde ich einfach wieder treffen und das, was wir erlebt haben, war geil. Und man verschwendet dann diese ganze Aufgabe, ich meine, man trifft ja jemanden, um, sagen wir mal, so Spaß zu haben, Freude, einfach mal ein bisschen geil abzuhängen. Und dann nachher, wenn du dann weggehst, so, ich bin so traurig. Also ich meine, das ist ja eine Sache zu trauen, aber man muss doch nicht gleich die ganze Energie wieder dafür dann, sagen wir mal, kaputt machen. Also, wisst ihr, wie ich das meine? Ja. Dass das dann halt alles wieder kaputt gemacht wird. Moritz will danach keine Videos mehr aufnehmen, wenn ich weg bin. Und das ist dann so eine Sache, wo ich mir dann sage, natürlich ist es schade, wenn jemand weggeht. Mhm. Aber man muss immer das Positive sehen. Und zwar, dass man diesen Menschen auch wiedersehen kann, dass er nicht für immer weg ist. Gamescom. Also das nächste Mal sehe ich den Hendrik wie auf der Gamescom und den habe ich, ne? Ist ja nicht mal mehr ein Monat dann, weißt du? Also und dementsprechend gar kein Ding. Sie finden da natürlich trifft Moritz immer nie, Moritz nie, da Moritz, bist du wieder dabei. Weißt du, Moritz auch so, den treffe ich auch so, vielleicht mal jedes Jahr, jedes Jahr treffe ich den oder so. Aber dann weißt du, ja gut, jedes Jahr machen wir jedes Jahr. Und aber man darf das halt nicht vergessen, ne? Dass ihr immer jemanden wieder treffen wird, dass er immer noch euer Freund ist, dass er dann immer noch nicht tot ist, nur weil er abhaut. Natürlich sind Abschiede schwer und das will ich auch gar nicht schlechter reden, als es ist, aber wegen, dass ihr alle Pussys seid, nur weil ihr traurig seid dann. Aber was ich euch sagen will, auf den Weg geben will, ist, denkt an die schönen Momente, macht euch das nicht, seid nicht immer nur so traurig und trauert die ganze Zeit, sondern seid einfach froh darüber, dass diese Person da war und macht euch das nicht immer so kaputt. Sondern das ist die ganze Energie, die ihr euch eigentlich aufbauen wolltet durch diesen Besuch, ist dann irgendwie wieder weg. Mhm. Zum großen Teil, das wollen wir ja nicht. Ja. Ne? Weil dementsprechend immer positiv denken und nicht traurig werden. Glaub mir, das funktioniert. So, und jetzt darf Moritz die abschließenden Worte finden für diesen Beitrag. Ich gebe Matze recht. Eigentlich finde ich es ja schon traurig, dass Hendrik geht. Aber ich kann das nicht zulassen, weil Hendrik den ganzen Tag schon sagt, oh Moritz, ich bin 2 Stunden weg. Und eine Minute später sagt er, oh Moritz, ich bin dann 1 Stunde und 59 Minuten weg. Und das hat mich ein bisschen abgestumpft, aber eigentlich... Weißt du, es war schön, weißt du, und es ist auch jetzt noch ein paar Stunden schön. Muss man einfach so wertschätzen. Ansonsten kann ich nur sagen, schön Proteine und Eiweiß. Und dann Muckis. Macht Hendrik stolz, macht mich stolz. Und Matze auch. Ihr macht mich stolz, wenn ihr einfach versucht, positiv zu denken. Während ihr pumpt. Das war Moritz, Beitrag dazu. Okay, und jetzt sage ich tschüss, Leute. Wir hören uns nochmal. Wir werden uns wiedersehen. Aber das wollte ich euch nur mal sagen, ne? Immer positiv bleiben. Ja, ist ja auch mal gesagt. Nicht immer nur traurig sein. Weil Trauer bringt niemand weiter. Ja. Weil man muss auch wieder aufstehen und dann sagen, das war geil gewesen. Jo, geil. Und dann, ne? Wieder reingehauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Moritz, wir sind wieder online. Sind online? Ach so. Ich wollte mich nochmal zeigen. Nicht mehr lange, Leute. 8 Stunden noch. Ich lachen muss. Ja, hallo. Immer ich filme im Liegen. Den ganzen Tag filmt er mich nur im Liegen. Der steht ja auch kaum, ne Mann. Ja, natürlich. Ihr müsst wissen, bei Moritz steht nie was. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll, aber ich merke, heute ist nicht mein Tag irgendwie. Aber meiner, ich bin heute gut drauf, Leute. Ja. Mhm. Ein bisschen dunkel. Wir haben auch jetzt, wird langsam dunkel halt. Ich schreibe erstmal mit Tim. Hallo Tim. Tim! Der Beste. Ich komme nachher vorbei, verstehst du das um null? Wir nehmen jetzt gleich auf. Hier neben Matze sein Pringles steht ein Headset, Mikro. Mit dem nehmen wir Hobbypumper Teil 2 auf. Dieses Lied zerberstet den ersten Teil locker.
Ich werde diesmal auch motivationsvoller rappen. Weil ich habe Moritz im Nacken, das heißt, ich muss motivationsvoller rappen. Ich bin dein Vocal Coach. Richtig, mein Vocal Coach. Deswegen wird es um einiges zerberstender sein als der erste Teil. Wo der war schon, der ist schon Klassiker schlechthin eigentlich. Du meinst, wir zeigen an, was hier läuft, wie Monitore verbrassen die Kohle, geben keinen Fick auf die Welt. Ja. Ja, weiter? Weiß ich nicht, was ist das denn? Kurz zu nutzen, denn wir haben den Style. Viel Geld. Also.